PanzerFanTV, der offizielle YouTube-Kanal des FC Hansa Rostock. War das heute schon ein ideales Spiel für euch? Ja, also wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, gut zu starten in das Spiel. Hat Chini natürlich zwei überragende Dinger gemacht. Ich denke, wir haben sehr aggressiv gespielt und haben von der ersten Minute an gezeigt, dass nur Hansa Rostock das Spiel heute gewinnen kann. Ja, bei der Kälte heute, läuft man da automatisch mehr oder arbeitet man da mehr? Nee, wir waren heiß, denke ich mal. Das hat man gesehen in den Zweikämpfen und da spielt die Temperatur nicht so die Rolle. Das war schon normal, denke ich mal. Die erste Halbzeit trotz zwei Toren wirkte noch nicht ganz so sicher. In der zweiten Halbzeit kam es dann, was wurde besser in der zweiten Halbzeit? Ja, also man muss ehrlich sagen, Jan Regensburg hat schon eine gewisse Qualität gehabt. Wir haben ein paar ganz gute Dinger reingespielt, muss man ehrlich sagen. Wir haben die Führung dann in die Halbzeit, sage ich mal, gebracht und unser Ziel war es halt zu Null zu spielen. Wir haben jetzt, weiß nicht, seit 10 Spielen nicht mehr zu Null gespielt so ungefähr und das war das Ziel. Und zweite Halbzeit, wenn man sieht, hier Tobi Jenicke und Björn Ziegenbein und unser Offensivwirbel, muss ich schon sagen, das ist schon Extraklasse. War es das Spiel des Jahres 2010? Nein, wir haben noch zwei Spiele. Das müssen die Spiele des Jahres sein. Da müssen noch 6 Punkte her und dann sind wir, denke ich mal, unserem Ziel. In der Winterpause einen ersten Platz zu belegen, das ist unser Ziel. Okay. Was macht man heute Nacht zum Sieg noch? Geht man gemütlich auf den Weihnachtsmarkt? Oder was? Nee. Also ich nicht. Ich weiß nicht, wie bei den anderen Jungs. Ich bin jetzt 30 Jahre alt. Ich muss meine Knochen schonen, damit ich die nächsten zwei Spiele noch überlebe. Aber vielleicht trinken die anderen mal einen Glühwein. Haben sie sich auf jeden Fall verdient. Ja, ich glaube, wir haben heute über 90 Minuten wirklich den Fußball gezeigt, den wir zu Beginn der Saison gezeigt haben. Mit Laufbereitschaft, mit Spielfreude, mit vielen Chancen und dann auch vielen Toren. Und war, glaube ich, für alle heute ein gelungener Abschluss der Hinrunde für uns hier zu Hause. War es schon das verfrühte Weihnachtsgeschenk an die Fans? Ja, ist ja für uns das letzte Spiel hier und dann haben wir uns vorgenommen, hier nochmal was zu zeigen. Wirklich, dass jeder nochmal an seine Grenzen geht und dass uns das dann so gut gelingt, ist natürlich umso schöner. Ja, du hast heute wieder ein Tor gemacht. Wie viele wären es dieses Jahr noch und wie viele in der Saison? Ach, ich bin, glaube ich, gut im Plan. 6 Tore, 6 Vorlagen. Okay. Ja, wir haben noch 2 Spiele und dann gucken wir mal und kann ruhig noch ein bisschen mehr werden. Ja. War Regensburg heute so schwach oder wie kann man das einordnen? Ich glaube, wenn man in den ersten 11 Minuten gleich 2 Tore macht, dann ist es für jeden Gegner schwer, gerade hier zu bestehen. Und bei uns ist heute früh der Knoten geplatzt, dass wir befreit aufspielen konnten und dann würde ich nicht sagen, dass Regensburg schwach war. Okay. Ja, was macht man heute nach so einem Spiel noch? Wir haben ja hier noch einen richtig schönen Weihnachtsmarkt. Okay. Ich glaube, da wird man den einen oder anderen auch mal antreffen. Okay, danke schön. Schönen Abend. Macht's gut. War es heute das Spiel, so wie man sich das gewünscht hatte, so einstudiert? Ich denke, gewünscht ist vielleicht das falsche Wort, aber wir haben uns das heute erarbeitet. Wir haben unsere Torchancen gemacht, sind aggressiv draufgegangen von der ersten Sekunde. Wir haben uns vorgenommen, dass der Gegner jetzt nicht eine Sekunde lang irgendwie dran denken darf, hier einen Punkt mitzunehmen. Und ich glaube, das haben wir in 90 Minuten hervorragend gezeigt. Und gerade in der Abwehr hat man heute gesehen, dass wir wirklich gar nichts zugelassen haben. Und haben super gestanden und dafür ist natürlich dann für unsere Offensivspieler super gelaufen. Die Unterstützung heute mit 10.000 Fans, der war ja wieder richtig gut. Vielleicht noch ein paar Worte an die Fans vielleicht? Ja, ich denke, mit solchen Fans im Rücken ist das Wahnsinn, egal ob man zu Hause spielt oder auswärts. Aber jetzt gerade, wenn man zu Hause spielt, mit einem Einzelnen hier in Führung, dass es eine Wand hinter einem steht, wo man wirklich keinerlei Gedanken an Angst oder sonst irgendwas verschwendet, sondern man weiß einfach, man ist stark und man ist nicht alleine und wir sind super Fans einfach. Da macht es auch Spaß. Heute 2 Tore gemacht. Wie viele sind dieses Jahr noch geplant und wie viel willst du in der Saison noch machen? Ja, ich habe dieses Jahr eigentlich gesagt gehabt, vielleicht wollte ich jetzt 10, aber ich glaube, ich muss mein Ziel noch ein bisschen höher stecken, weil ich denke, Ziele darf man eigentlich fast nie erreichen, sonst ist man zu schnell zufrieden. Nach den 2 Siegen ist die Niederlage schon wieder vergessen. Ja, wie gesagt, also wir dürfen nicht zurückblicken und der Blick muss nach vorne gehen. Wie gesagt, es ist für uns einfach auch ganz klar wichtig, dass wir jetzt natürlich uns 2 Tage erholen können, auch genießen können definitiv, aber ab Dienstag muss die Konzentration wieder voll und ganz auf allen sein, weil da müssen wir auch wieder punkten. Okay, du redest vom Blick nach vorne. Wo geht's heute Abend hin? Was ist heute noch geplant nach so einem Spiel? Ich denke mal, vielleicht werde ich ein paar noch auf den Weihnachtsmarkt gehen, meine Freunde noch mal ein bisschen drüber schlendern. Aber bisher ist noch nichts Großartiges geplant. Ich denke mal, das kommt jetzt erst noch die Planung rein. Okay, einen schönen Abend noch. Danke. Ja, das war. Ja, 2 Tore heute gemacht. War es schon das verfrühte Weihnachtsgeschenk an unsere Fans? Ja, auf jeden Fall. Wir haben gesagt, wir haben das letzte Spiel nicht erfolgreich gespielt und wir wollten uns ordentlich verabschieden. Und das haben wir versucht zu machen und ist, glaube ich, uns richtig gut gelungen. Und mit einem 5-0 kann man sich verabschieden und es war wirklich sehr gut. Nein, ach, das war ein ganz normales Spiel. Ich habe mich gefreut. Ich habe
habe eben schon gesagt, ich habe 4 Spiele jetzt nicht getroffen. Das war wichtig, dass ich wieder treffe. Und ja, meine Kollegen haben mich da super unterstützt. Und ja, zum Glück ist es gleich, wenn man nur 5 Minuten trifft, ja, dann ist es dann immer leichter, wenn man noch eine andere Chance hat, den auch wieder zu machen. Das war dann, ja, nach 11 Minuten war das Spiel dann halt super. Ist super gelaufen und deswegen. Ja, heute dann 2 Tore gemacht. Wie viele nimmst du dir für dieses Jahr noch vor? Ich bin da kein Freund von, dass ich sage, weil wenn ich jetzt sage, ich nehme mir noch 3 vor, ja, wenn ich sie nicht mache, wird es mir wieder um die Ohren gehauen. Deswegen ist es einfach so, wenn noch welche dazukommen, freue ich mich. Und wenn nicht, machen sie halt die anderen. Und für mich ist wichtig, dass wir die Spiele gewinnen. Okay. Jan meinte, ihr guckt gerne nach vorne. Dann gucken wir mal auf heute Abend. Wie sieht dein Plan für heute Abend aus nach so einem Spiel? Ja, ich denke, ich werde nur mal kurz über den Weihnachtsmarkt schlendern und vielleicht einen Glühwein habe ich mir verdient. Okay, dann müssen wir dann doch wieder ein Fett treffen. Okay, alles klar. Schöner Umhang übrigens. Die Krone fehlt noch.